Hallihallo und willkommen zurück zu Outlast. Das letzte Mal hat der Dickerchen uns ziemlich genervt. Ich bin gespannt, ob der auch in diesem Part wieder erscheint. Jedenfalls sind wir jetzt in einem Gebäude in der Frauenstation und wir hatten schon das letzte Mal eine Person mit einem Messer vorbeischleichen gesehen. Und zwar an dieser Stelle. Wir sollen immer noch Vater Martin aufspüren. Aber ich denke mal, es wird erstmal zu Beginn wieder eine Verfolgung geben. Ich weiß es aber nicht. Kein LAN-Kabel verbunden. Und der Router ist aus. Also mein Internet-Router. Ja, zurzeit wissen seine Probleme. Und falls ihr im Hintergrund irgendwas hören solltet, Mausklicken oder so, ich habe Besuch da. So, es ist schön, dass wir eine Batterie gefunden haben, denn sie ist sehr wichtig. Wenn ich schon die Musik höre. Kann ja nur was passieren. Wer redet? Bisschen freundlich? Buddy, geht's dir gut? Sieht nicht so aus. Noch eine Batterie, das ist sehr schön. Damit haben wir wieder 4. Die Tür ist hier zu. Es geht wieder mal in den Keller. Ich habe schöne Erinnerungen. Mein Auge juckt. Hier ist doch irgendwas, oder? Da liegt eine Akte. Da ist eine Person. Beide geht's hier. Okay, den werde ich nicht besuchen gehen. Der hat ein Messer in der Hand. Danke, dass du deinen Arm gehoben hast. Aber ich wollte sowieso nicht zu ihm gehen. Falscher Knopf. Auszug aus Projekt Paperclip. Okay. Projekt Paperclip. Joint Intelligence. Objectives Agency. JIOA. Dokument. Dokument Nummer 8 von 186, Ablage 230, 86, 46, 5. Auszug. Betreff, also ist eine Rückmeldung halt, Gesetz zur Offenlegung von Kriegsverbrechen. A. Projekt Paperclip bietet die Möglichkeit, Spezialisten aus dem Ausland für spezielle technische Aufgaben innerhalb der Army, Navy, Air Force heranzuziehen. B. Projekt 63 ist in erster Linie ein Verhinderungsprogramm mit großem Nutzen. Ziel dieses Programms ist, bestimmte herausragende deutsche und österreichische Spezialisten in den Vereinigten Staaten zu beschäftigen und dadurch zu verhindern, dass sie für potenzielle Gegner arbeiten. Arbeiten wollte ich ja sagen. Ich brauche wieder Bubbles. Viele Bubbles. Wo kommt das eigentlich her mit den Bubbles? Ich hab's nur irgendwann mal mitbekommen. Oh. Da ist ein Pfeil. Speichert. Aber warte, bevor ich da lang gehe. Oh, ich dachte, er stirbt jetzt, weil ich zu früh gesprungen bin. Willst du mich verarschen? Was heißt denn jetzt? DualShock 4 ist fast leer. Oder habe ich jetzt wieder den falschen Controller gewählt? So, bevor ich natürlich da lang gehe, möchte ich erstmal hier herumschauen.
Der ist wahrscheinlich zu. Alter, leck mich am Arsch! Es war verdammt laut gewesen. Die blöden Hennen, Alter. Oh. Hallo. Hier war voll die Alpha-Wand. Kurze Einführung in die Wallrider-Mythologie für den Betreuungsstab von MRD, Murkoff Corporation. Hinweis. Nur für unterstützende schriftliche Zwecke. Nicht für direkten Kontakt mit Patienten während oder nach der Therapie geeignet. Der Wallrider, auch als Alp, Mara oder Schrat bekannt, ist eine dämonische Kreatur deutschen Ursprungs. Yay, Deutschland! Welche die Schlafenden heimsucht. Sie kriecht auf die Brust der Schlafenden und presst die Luft aus ihnen heraus. Die Schläfer wachen erschrocken, paralysiert und nach Luft ringend auf. Der Name Mara lässt auf Mar oder Nachtmar schließen. Sexuelle Übergriffe des Dämons sind selten, aber er soll Milch aus den Brüsten der schlafenden Frauen und Blut aus den Brustwarzen der schlafenden Männern trinken. Oh mein Gott. Bin ich hier richtig? Okay, warte mal, dann war es dieser Typ, der im Keller ist. Den wir das letzte Mal gesehen hatten, der bei uns vorbeigeschlichen ist. Freundlich sah er so oder so nicht aus. Was? Okay, wenn ich das schon sehe, es gibt zwei Wege, das... Warum ist wieder die Batterie schon wieder so leer? Dann wird es definitiv... Jag mir nicht den Schrecken ein, du Hampelmann. Also es wird definitiv wieder eine Verfolgungsjagd geben, wenn ich erstens einen Schlüssel suchen muss. Zweitens gibt es zwei Wege. Oh, hier ist wenigstens eine Batterie. Ja, nimm die Scheiß auf jetzt. Wie sind wir da rüber gekommen? Wieso hänge ich fest, Mann? Also zwei Wege, ja? Das heißt, vielleicht ist dieser Weg vielleicht richtig, also wo der Schlüssel sich befindet? Achso, hier. Okay, man kann da so oder so nicht reingehen, okay. Dann hat das sich erledigt, dann gibt es nur einen Weg. Oh, Alter. Diese verdammten Batterien. Und wenn ich das hier schon sehe, bisschen Jump'n'Run-Spiel. Es ist mir gerade zu ruhig. Es ist mir wirklich viel zu ruhig. Was ist hier passiert? Ist es dein Schatz? Ich nehme ihn mir nur auf, ja? Für den Wäscheschacht werden 3 Sicherungen benötigt! Dann heißt, sie sind hier bei diesen 3 Gebieten drin. Ah, ich bin jetzt hier. Drive in the Nels.
Ich hoffe, das ist kein Fehler, dass ich jetzt da mich. Wie heißt das? Wenn ich das jetzt dazu mache. Oh, no. Ah, die erste Sicherung. Das war mir gerade viel zu einfach gewesen mit der Sicherung. Wetten, da kommt jetzt irgendjemand. Nein? Kommt keiner? Ich bin mal weg. Ich fühle mich hier ganz sicher. Momentan. Kommt der nicht oder ist das Spiel wieder ein bisschen buggy? Oder hat er versucht jetzt reinzukommen, aber ging nicht, weil Schrank. Oh ja, diese Scheißbatterien! Aber ich habe ja gesagt, es kommt wieder ein bisschen mit Verfolgung. Ja, fick dich doch! Mach zu, du Hampelmann! Ich sagte, es ist wieder ein bisschen buggy. Gut. Gut, dass ich den Schrank davor geschoben habe. Alter, was hat... Miles, es wäre mal schön, wenn du mal ordentlich stehen würdest und da durchgucken würdest. Aber wir wissen jetzt, ich bin safe. Wenn ich die Tür zumache und gleich den Schrank davor schiebe. La 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 la. Ich hoffe, er kommt nicht von da. Alter, ich werde hier leicht paranoia. Ich warte mal kurz ab. Vielleicht kommt er gleich wieder. Halt dein Maul.
Ich hoffe nur, dass er dann da wieder da durchkommt und dann da nach hinten geht. Wir hören ihn. WTF? Er sucht uns die. Fick dich! Lasst euren Satanisten-Scheiß bei euch! Nein! Falscher Knopf! Oh. Ich hoffe nur, dass jetzt hier keiner drin ist. Da ist der zweite und lass mich raten, der dritte ist da beim anderen drin. Invite the Wallrider. Das sind auch diese scheiß Wallrider-Gläubige. Oh, nice. Ist das draußen nicht herrlich? Es regnet und wir sehen die Landschaft und so weiter. Es ist nicht verpixelt oder so. Oder es ist nicht so ein extra Fenster, wo man nicht durchgucken kann. Kann man sich hier verstecken? Man kann sich hier drinnen verstecken. Das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, wenn ich jetzt aufschiebe, die Tür aufmache und der steht dann plötzlich vor mir. 3, 2, 1. Alter, wie schnell fast wieder 20 Minuten vergangen sind. Hallo? Miles? Hallo, Spiel, hallo, mach da mal. Ach, das ist noch nicht ganz offen. Wieso hängt er manchmal fest? Noch eine Batterie, das ist sehr schön. Die sind hier ziemlich großzügig in diesem Gebiet mit Batterien. Ist da was? Der wahrscheinlich tote Patient. Kann man sich das. Und dann dreht er sich noch in die falsche Richtung um. Oh, oh komm, ist nur noch eine beschissene Sicherung. Und dann brauche ich nur noch den scheiß Schlüssel, um weiterzukommen. Tschüss! So, Buddy, was ist mit dir? Nimm den Scheiß jetzt auf! Der ist durchgeknallt! Mann! Hummer, Arsch und Fähre, Alter! Was sag ich da für einen Scheiß jetzt wieder? Was hast du denn da für einen Blödsinn gerade gesagt? Oh, wie oft darf ich dann danach aufdrücken, damit der dieser Scheiß endlich macht? Ich hab Herzpumpen. Und wieso sage ich eigentlich Homo? Okay, es gibt mehrere Begriffe mit Homo. Homo heißt ja nicht immer gleich homosexuell wie Homo sapien halt. Gibt es ja auch noch das Wort. Und Homo sapien ist der Mensch gemeint. Wer weiß, vielleicht meinte ich auch Humus. Sehr lustig.
Ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt da lang gegangen ist oder nicht. Meine, halt die Klappe! Ich möchte die Schritte studieren. Ich muss nur noch das aktivieren, richtig? Aber diese Passage, meinte ich, war einfach. Ich meine, ich hatte jetzt hier weniger Probleme als wie beim Doktor oder so. Gut, beim Doktor war es auch ziemlich verwirrend gewesen und es war auch ein bisschen schwierig, seine Route herauszufinden. Andernfalls war auch seine Route sehr kurz gewesen und nicht so wie bei den anderen Gegnern. Natürlich, und das... Wer ist hier ein Scheißkerl? Du bist ein Scheißkerl! Verpiss dich, Mann! Natürlich muss der Scheiß jetzt nach unten fallen! Ich war doch schon unten im Keller! Und wie kam er eigentlich so schnell wieder zurück, oder war es jetzt der andere blöde Kerl? Wenn jetzt mich nicht der andere stört. Hä? Oder war vielleicht, ist der vielleicht doch ganz woanders hingeflogen? Och Mann, Alter, was ist das für ein Scheiß hier wieder, Mann? Hier. War ich überhaupt hier drin? Trophäe erhalten. Emanzipiert. War ich schon mal hier? Kann mich an dieser Stelle gar nicht erinnern. Oder ich hab die einfach übersehen. Ich hab irgendwelche... Keine Ahnung, was das gerade war, aber ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Mich am alle am Arsch lecken. Alter, was ist heute mit meinem Deutsch? Ja, geh. Ich möchte nicht mehr. Ich hänge fest. Oh, was? Voller The Blood. Speicher. Folge der Blutspur, wie jedes Mal. Ich möchte, dass das gerne speichert. Ohne Witz, die sind wirklich bei diesem Gebiet jetzt sehr großzügig mit den Batterien. Hi. Okay, hier ist nichts. Das war mir auch irgendwie schon klar gewesen. Ich nehme jetzt schon wieder 25 Minuten auf. Was? Hallo, Miles? Geht's dir gut? Mein Auge. Wenn ich jetzt runterfalle, raste ich aus. Hey, Buddy. Ach, ist das diese Stelle, wo ich mit ihm was zu tun hatte? Ja, blöde Batterie.
Kann der nicht einfach woanders hingehen? Ich möchte jetzt nicht runterfliegen und direkt in deine Arme fliegen. Speicher? Ich möchte von dir nichts. Ich möchte jetzt. Wie dem auch sei, ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt und dann geht das zum nächsten Mal weiter. Aber heute war es mal wieder ein bisschen chillig gewesen. Zwar waren kleine Stellen jetzt ein bisschen unnötig gewesen, aber es war relativ in Ordnung. Deshalb habe ich jetzt auch mal wieder ein bisschen gebraucht, dass es mal ein bisschen wieder ruhiger wird. Wie dem auch sei, bis zum nächsten Mal. Tschüss.